Hey, ich bin Avana. Hallo, ich bin Simone. Willkommen im Breakroom. Wie schön, dass ihr da seid. Was bedeutet denn Intersektionalität für dich? Also Intersektionalität bedeutet für mich, verschiedene Aspekte, die mich betreffen, in Diskriminierungsprozessen auf dem Schirm zu haben, aber auch eben, wie das andere Leute betrifft. Besonders wichtig ist uns, glaube ich, auch, dass wir nicht vergessen, woher das kommt, dass es also ein schwarz-feministischer Begriff ist. Und das denken wir, glaube ich, auch immer mit. Und bei dir? Ja, ähnlich. Also zum einen, genau, irgendwie die Erfahrung, die ich mache, differenzierter zu betrachten und zu verstehen und gleichzeitig eben, wenn wir uns begegnen, auch zu verstehen, zum Beispiel, dass meine Erfahrungen auch sich nicht unbedingt mit dem decken, was du für Erfahrungen machst, auch wenn wir irgendwie vielleicht Überschneidungsstellen haben, aber die dann doch sehr unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, in dem, wie wir uns begegnen, ständig präsent und auch wichtig. Und glaube ich, durch irgendwie dieses Konzept der Intersektionalität können wir das auch immer wieder neu durchdenken. Und ich glaube, das ist so, was sich durch unseren oder durch meinen Alltag zieht. Ich gehe auch davon aus, durch deinen, und auf jeden Fall aber durch unsere Arbeit zieht. Auf jeden Fall. Was bedeutet es, Intersektionalität in eurer Arbeit umzusetzen und wie setzt ihr es um? Genau, für das Konzept der Intersektionalität ist, glaube ich, unser Ausgangspunkt wichtig. Waren vermehrt auf Veranstaltungen, wo wir weiße Menschen auch zum Beispiel in Literaturwettbewerben Texte lesen gesehen haben, auf Bühnen gesehen haben. Und genau, und dann aber, dass in den Texten BIPOC auftauchen und wir uns dann die Frage gestellt haben, wieso sitzen nicht mehr BIPOC, nicht mehr queere Menschen auf der Bühne und lesen ihre Texte. Und dann nochmal konkreter, so vor einem Jahr eben, wie das Bedürfnis formuliert haben, Schreibwerkstätten oder Räume zu schaffen, in denen das passiert, in denen wir Texte aus unseren Perspektiven uns anschauen können und es aber auch diese Notwendigkeit da ist, schwarze AutorInnen, AutorInnen of Color, queere AutorInnen zu unterstützen und zu fördern, sodass sie eben auch auf diese Bühnen kommen und auch gesehen werden und auch gelesen werden. Ja, das ist uns total wichtig und wir wollten auch einen Raum schaffen für so eine Pause, ins Breakroom, von den alltäglichen Aushandlungsprozessen in Bezug auf Diskriminierung, das sind ja Erfahrungen, die wir alle eben machen. Und wir wollen uns der Bewertung eines weißen Blicks, eines heteronormativen Blicks entziehen. Und es geht auch darum, uns darum, mit stereotypen Darstellungen von queeren BIPOC und Klischees eben zu brechen. Und diese Klischees entstehen dann vor allem, wenn wir nicht eben diesen Raum haben, uns zu entfalten, ohne dass von außen ständig eine Wertung unserer Erfahrungen geschieht. Und deswegen war uns dieser Raum so wichtig. Und wir hinterfragen dabei eben auch immer unsere eigenen Seh- und Lesegewohnheiten, die ja auch beeinflusst sind von der normativen Sichtweise auf die Welt und die Gesellschaft und überschreiben, und das ist ganz entscheidend, und das meintest du jetzt auch gerade, können wir uns selber zum Subjekt machen. Wir können Handlungsfähigkeiten und Utopien uns zuschreiben, Erfahrungen bearbeiten und verarbeiten und neu erzählen und als kollektive Erfahrungen dann letzten Endes auch verstehen. Und deswegen verstehen wir das Ganze auch als empowernden Prozess. Für uns selbst war das auf jeden Fall so. Ich glaube, ich hoffe für die Teilnehmerinnen auch, aber aus dem Feedback hat sich das ja auch so ein bisschen gespiegelt. Und wir haben auch richtig Bock, das Projekt weiterzuführen. Das ist uns auch so wichtig. Genau, und es entwickelt sich also gerade, ne? Wir haben das irgendwie so initiiert, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf ist da und es ist für uns auch persönlich der Bedarf ist da, aber eben auch, das ist notwendig, dass sich im Literaturbetrieb was ändert und dass schwarze Schreibende und Schreibende of Color und queere Schreibende eben
diese Aufmerksamkeit bekommen und auch diese Förderung bekommen. Und jetzt verselbstständigt das ja so sich so ein bisschen, eben dadurch, dass wir nicht mehr nur allein die InputgeberInnen sind, sondern die TeilnehmerInnen alle selber super viel Wissen mitbringen. Und das, glaube ich, gerade darin sich vielleicht auch diese Intersektionalität sichtbar wird, ne? Dass wir irgendwie einen Raum haben, in dem so viele unterschiedliche Perspektiven sind und alle haben auch Lust, was beizutragen und mit zu formulieren. Genau. Ja, und dieser Raum war von Anfang an auch digital. Das ist zum einen Corona geschuldet, zum anderen erleichtert es auch die Teilhabe. Also wir können an ganz unterschiedlichen Plätzen überall im deutschsprachigen und außerhalb des deutschsprachigen Raums sein und uns trotzdem in diesen Space einklicken. Und das war uns auch eben relativ wichtig. Da gibt es zwar auch andere Hürden und man kann es bestimmt noch besser machen, aber also das entwickelt sich, wie gesagt, jetzt gerade auch. Genau. Ja, und genau, letztendlich heißt es dann eben mit diesem Konzept der Intersektionalität irgendwie so einen Prozess einzugehen, der, wo wir auch davon ausgehen, dass der nie enden wird, ne? Also es muss immer weitergehen und wir müssen in diesen Diskursen bleiben, um uns zu empowern und gleichzeitig eben machtkritisch zu sein. Ja, dann viel Spaß mit den Texten. Viel Spaß. Macht's gut.